Hier haben wir wieder etwas, was nicht geht, nämlich ein menschliches Wesen, das Flügel hat. Ist gezeichnet wie ein Adler eigentlich, ein Adlerflügel. Aber auf der anderen Seite hat es etwas Beunruhigendes, Düsteres, sodass man nicht so recht weiß, nicht was die Bedeutung ist, sondern will er mich jetzt verunsichern? Ich glaube, aber alle Bilder von ihm wollen uns verunsichern. Aber viele mit auch viel Humor. Es gibt auch viele mit Humor, ja. Ja, genau. Also, das greife ich gerne auf, um nochmal zu sagen, was wir besprochen haben und uns angeschaut haben, das ist ja wirklich nur, das sind ja wirklich nur ganz wenige Einzelbeispiele. Man versucht repräsentativ zu sein und bestimmte Aspekte damit zu beleuchten. Aber alle diese Künstler haben ein Riesenöffel geschaffen. Ich weiß nicht, bei Klee, wissen Sie es, Herr Schwormeier? Mit 5.000. Das wären 5.000 Zeichen und Grafische. Ja. Und ja. 10.000. Überlegen Sie mal, 10.000 von Picasso, weiß man es ja. Da hat er offenbar noch die Hälfte in den Papierkorb geworfen. Aber auch Paul Klee, aber auch Miro hat ca. 9.000 Werke geschaffen. Und dann natürlich der Umstand, dass diese Künstler Entwicklungsphasen durchlaufen. In der Regel alle sehr konsistent. Also es gibt so einen Kerngedanken am Anfang, der sich dann entfaltet. Es gibt keine, nicht notwendigerweise große Brüche, dass einer völlig von vorne anfängt, sondern es ist oft eine Kontinuität, die sich durch das Werk hindurch entfaltet. Und dann gibt es ja standardmäßig die frühe, die mittlere und die späte Phase. Ne? Und all das haben wir bei diesen einzelnen Künstlern auch nicht betrachtet, wie sie sich entwickeln, wie sie sich entfalten in ihrem Schaffen. Das wäre natürlich auch interessant. Jetzt haben wir 7:55. Eigentlich könnten wir jetzt die Pause machen und dann könnten wir die Bilder angucken danach. Und zwar Miro.